Sauerstoff. Ja, passt. So sieht's ganz gut aus. Und dann würde ich mir wirklich überlegen, dass wir die Kolonie hier oben so belassen und eben durch die Schutzanzüge hier hoch müssen. Das wäre doch mal was. Das heißt, wir werden das hier, die Leiter hier abholzen. Beziehungsweise, ja, das muss weg. Das muss hier weg. Und dann werde ich hier einfach hochgehen, eine Leiter ziehen. Und dann ist das hier der Weg nach oben. Ja, erstmal so weit wie es geht. Mal gucken, wo wir hinkommen. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. Ja, das ist ganz gut. Das ist gleich abgepumpt hier. Das ist schon mal wirklich nicht schlecht. Ja, über 3 Tonnen haben wir hier mittlerweile drin. Zumindest die in Berührung mit der Handpumpe sind. Ich habe die ja gar nicht nach ganz unten gesetzt. Dann hätten wir hier wahrscheinlich irgendwie das Doppelte an Tonnage. Der Weg ins Unbekannte, das ist es auf jeden Fall. Ich will, das habe ich ja in den ganzen Let's Plays noch nie gehabt, glaube ich. An die Oberfläche zu kommen. Das heißt, es wird auch mal Zeit. So, Künstler Schwarzbrot V2. Ja, Wissenschaftler, schön. Ah. So, Schwarzbrot. Du möchtest doch gerne dahin. Lass doch mal hier unser Dekor angucken. Kann man hier nicht noch was machen? Doch. Können wir 2 Bilder mal hier hinklatschen? Direkt über die, unter die Algen und den Schleim. Oh, das ist natürlich Quatsch hier. Das ist natürlich nicht gut. Granit, haben wir wieder ein paar Tonnen. Das muss zugemauert werden, unbedingt. Sonst gehen die Duplikanten hier hoch und das wollen wir nicht. Das muss sofort. Ja. Wird schon gemacht, sehr gut. Aufräumen geht immer. Was können wir hier denn noch eigentlich machen? Ein Ei, cool. Und ich werde mir irgendwo einen Ofen nochmal hinstellen. Das werde ich, na gut, hier jetzt nicht unbedingt. Stellen wir uns den Ofen doch mal hier oben hin. Ist das wirklich schon wieder so warm hier drinnen geworden? Hier in dieser Ecke. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Das hält sich hier wirklich gut bei diesen 22 Grad. 25, 26. 25, 9, okay. Hallo? Ei! Oh, dann hier raus. Dann raus auf jeden Fall. Das steigt hier. Der Druck steigt alles. Oh Gott. Guck mal hier. Das steigt nach oben jetzt. Weil der Druck unten so doll war. Das ist so zähflüssig. Wassereinbruch. Ja, das hatten wir schon mal. Das Öl. Das könnte hier jetzt langsam mal. Hier sind ein paar Tonnen drin. Das könnte langsam mal ein bisschen aufhören hier. So, jetzt haben wir hier diese Molekularschmiede. Und vor allen Dingen das Rohöl, wenn das irgendwie. Das, wie heiß ist denn das? 88 Grad. Ja, cool. Also es pumpt sich schön hoch jetzt. Und wir könnten diese Slickster hier auch gebrauchen. Die Slickster brauchen. Ah, hier ist auch ziemlich viel CO2. Na gut, noch ein paar Milligramm. Die Slicksters brauchen ja gerne. Oh, Larvenei, cool. Brauchen gerne CO2, damit sie eben Öl pinkeln können. Das ist ganz cool. Und wenn man, glaube ich, Rohöl verbrennt, ist ja cool. Wenn man Rohöl verbrennt,
Kommt der Erdgas raus, oder? War das nicht so? So Bilder haben wir hier schon mal. Ja. Bringt aber noch nicht so viel. Ja, wir gehen hier in die Höhe. Mal gucken, wie weit wir da vorankommen. Ach, hier kommt keiner ran. Ja, klar. Ja, Wassereinbruch wird es hier nicht geben. Das hatten wir aber schon mal. Ich werde das Ding hier aber auch zubauen. Na, das ist noch gefährlich. Hier oben ist Sand. Und immerhin noch ein paar Kilo Wasser, die aber noch abgepumpt werden. Also das ist gleich vorbei hier. Dann kann ich die ganze Konstruktion abbauen und kann meine Basis erweitern hier oben. Schon mal nicht schlecht. Ja, und dass es hier so warm ist, das ist nicht gut. Denn ich kann die Pflanzenkisten somit nicht gebrauchen. Ich glaube, ich werde die hier unten reinsetzen. Das können wir machen eigentlich. Ja, das war ja mal angedacht für die Leitung vom Chlor. Ich wollte die ja mit in die Basis leiten und da habt ihr mich ein bisschen von abgebracht, dass es doch gefährlich sein könnte, wenn man Chlor in die Basis leitet, auch wenn es ein abgeschlossener Raum ist. Man sollte damit aufpassen. Ist doch ein bisschen ekelhaft, wenn doch mal Chlor austritt. So, ich hoffe, ein Künstler traut sich hier hin. Hier oben wird auch gebuddelt. Ja, und mal gucken, wie weit das Öl hier steigt. Oh, das geht doch noch immer ein Stückchen höher. Guck mal, das steigt immer noch die Kilozahl. Also der Druck ist so hoch, dass sich das ganze Ding hier... Das ist ja Wahnsinn, was ist denn das hier? Fossil. Granit, Magmatit. Und Neutronium, da kommen wir nicht durch. Also wir sind hier schon am Kern unten. Und da wird es ein bisschen warm. Ja cool, das steigt hier auf jeden Fall. Das heißt, wir können hier irgendwo eine Pumpe reinsetzen. Ja, machen wir das hier mal glatt. Das passt schon. Das sieht ziemlich gut aus. Und werden hier irgendwo eine Pumpe reinsetzen. Wenn das noch weiter steigt. Aufbruch ins Öl. Ja, es ist jetzt... Also das Ding, die beiden Lampen leuchten. Das Grüne und das Gelbe. Aber das ist nicht voll. Das sieht immer ein bisschen... Auf den ersten Blick ein bisschen komisch aus. So, und wenn das Ding hier über 500 Kilo im Moment aktiviert, wenn unter 500 Kilo, genau, und wird inaktiv, ist das überhaupt richtig rum? Ja, ich hoffe. Und wenn es bei 500 Kilo angelangt ist, dann ist quasi diese Ebene voll hier. Und dann wird es gestoppt. Dann wird die Wasserzufuhr dort gestoppt. Hier haben wir eine ganze Menge, was jetzt hier mit reinkommt. Und es wird verbraucht hierfür. Für die Toiletten, das Waschbecken. Aber nicht für Sauerstoff. Da haben wir eigentlich fast zu viel schon an Wasser. Aber das ist erstmal egal. Können wir ruhig hier drinnen lassen. Es kommt ja alles raus. Sobald jemand auf Toilette geht oder sich die Hände wäscht. Duschen könnte ich aber noch gebrauchen. Und duschen können wir direkt hiermit ranstellen irgendwo. Ich weiß aber nicht, ob es klappt. Doch. Die können wir wirklich hier mit ranstellen. Machen wir mal zwei Duschen. Oh, drehen. Nee, können wir nicht. Doch, bauen wir mal. Bauen wir mal. Und vor allen Dingen, das stimmt, das habe ich ja am letzten... Frau Kilana, grüß dich, hi. Schön, dass du da bist. Ein richtiger Scheich.
Und vor allen Dingen kriegen wir da einen Moralboost. Das habe ich ja ganz vergessen. Durch das Duschen, da geht der Verschmutzt-Buff. Der Verschmutzt-Nerf runter, so. Das bauen wir aus. Granit. Die Rohre bitte hier rein. Und hier raus. Und dann können wir eigentlich hier ran, an das Rohr, glaube ich, weil es geht hier mit rein. Aber da müssen wir aufpassen. Ich hoffe, das geht, weil... Ich hoffe, das geht, weil hier jetzt schon zu viel Stau ist. Fast zu viel Schmutzwasser hier drin eigentlich. Und wir sind alle drei voll, was auch gut ist. Ich könnte jetzt den nächsten hier hinbauen. Ja, lass es doch mal machen. Lass es doch mal machen. Okay, das heißt, das muss hier weg. Das eine Ding zumindest. Und dann werden wir das... Hier raus und nach oben muss das dann. Dorthin. Dorthin. Und dann dorthin. Ja, so ist richtig. Dann haben wir eben zwei Auffangbecken sozusagen mehr. Können die als Reserve auch noch auffüllen lassen. Das heißt, wir haben dann insgesamt 5x5, also 25 Tonnen frisches Wasser, entkeimtes Wasser. Kuchen verteilt. Oh, Wahnsinn. Das kann ich gebrauchen. Ja, was ist jetzt hier? Ah. Boah. Mr. Fox, wie langsam läuft er denn? Einer müsste bitte das Ding jetzt hier unten mal abklemmen, das Rohr. Jetzt. Nee. Hä? Was war das denn? Ich habe auf 9 gedrückt, das Ding ging automatisch. Hä? Habt ihr das gesehen? Sehr interessant. Okay, gleich sollte es weiterlaufen. Wir haben die Duschen hier dran. Keine Ahnung, ob die jetzt schon funktionieren. Doch, solange die nicht überfüllt sind hier. Ja, und hier geht's alles in den Kreislauf rein. Schmutzwasser und verkeimtes Wasser. Und das bedeutet, unsere netten Duplikanten sollten jetzt einen unglaublichen Boost haben. Also zumindest schon mal über 20 stabil. Wir waren ja vorhin schon auf über 30. Hier sind wir bei 30. Und damit sind wir gewappnet für die stärksten Berufe später, für die höchsten Berufe und so weiter. Das ist schon mal wichtig. Ja, da läuft es auch schon. Genau, es läuft jetzt hier rein, läuft hier voll. Verschmutzt ist hier sowieso nichts mehr, also entkeimt auf jeden Fall. Das ist doch mal ein netter Kreislauf hier, finde ich. Absolut netter Kreislauf. Ja, cool. Okay, was macht der Ölstand? Das ist ja wie ein Motor unter der Motorhaube hier. Also der ist jetzt hier stabil, steigt aber trotzdem noch. Wir können hier wirklich eine Pumpe hinbauen. Ey, wie weit geht denn das? Wo kommt... Wird das durch die Hitze... Durch die Hitze... ins Magmatit übertragen, oder wie? Das verstehe ich nicht. Und dann... Krass. Nicht nur sauber, sondern rein. Wo war das? Feri Ultra? Nee. Perwoll? Also das steigt hier. Oh, jetzt bleibt's aber. Ne, hier oben geht's noch ein bisschen höher. Es steigt unaufhörlich. Aber Moment, da können wir gleich mal anfangen, eine Pumpe zu bauen. Denn die müssen wir auch aus Gold machen, weil es ja so schön warm ist. Die werden wir... Ob wir unten rein können? Komm, machen wir einfach mal. Rohre. Müssen wir Obsidian tatsächlich nehmen?
Und dann ziehen wir erstmal eine Leitung bis hier oben hin. Und die könnten wir dann... Ich mach's erstmal bis hier. Bevor der Ölstand unten noch weiter steigt, will ich das auf jeden Fall dran haben. Boah, also das ist auch eine lange Leitung hier, Wahnsinn. Zack. Da brauche ich jetzt Gold für. Ja, wir können hier tatsächlich noch Gold rausziehen. Was, Moment, was ist denn das hier? Schleim. Das ist nicht gut, das muss weg. Das muss weg. Eisenerz hier kann auch raus. Muss ich später nochmal rausholen. Ne, machen wir mal anders. Bauen wir das einfach zu und dann bauen wir das hier einfach ab. Dann haben wir es. Wir haben dann hier auch Magmatit. Granit ist hier hinter, was ja schon sehr gut ist. Ja, yeah, unser liebes Granit. Fahrstühle auf jeden Fall. Das wär's natürlich. Kotfresse. Was du verpasst hast, eigentlich nur Positives. Ich habe die Bilder hier ausgetauscht. Hier oben Wasser abgepumpt. Das ist alles in Ordnung. Das werde ich jetzt sauber machen. Dann habe ich die nächste Pumpe hier rein. Dann bewegen wir uns in die Höhe. Da werde ich gleich mal weiter bauen. Wir bewegen uns an Richtung Oberfläche. Und wir sind ans Öl gestoßen. Bis hier unten. Werden hier jetzt eine Pumpe reinsetzen. Hier ist wahnsinnig viel Rohöl. Das ist alles hochgedrückt worden. Und es steigt immer noch leicht an. Also hier haben wir eine ganze Menge. Das kommt ja alles hier unten hin. Und wir sind hier schon am Erdkern. Wir haben jetzt auch alle Berufe als Forschungsassistent mal gemacht, damit die dann auch später schneller lernen können allgemein. Oh. Geschwisterpower werde ich doch mal hier reinnehmen. So. Und damit... sind wir ziemlich gut. Ich habe Duschen gebaut, unter anderem. Die funktionieren und wir haben dadurch sehr, sehr angenehme Moralwerte, die relativ hoch sind. Und ich werde mich jetzt gleich nochmal kümmern um Nahrung. Ein Elektrogrill. Was ich aber noch machen wollte, ist, was ich noch vergessen habe, eine Tierzucht. Eine Tierfarm. Habe ich noch gar nicht gemacht. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Eisen. Ja komm, machen wir das einfach mal. So, und vor allen Dingen verschwende ich nicht zu viel Ressourcen, weil wenn ich gucke... Genau, ich brauche nämlich hier das Doppelte an Ressourcen, was ich dann als veredeltes Metall rausbekomme. Und das ist nicht gut. Das heißt, das müssen wir abbestellen. Neue Wasserbehälter. Ja, die hier. Habe ich auch um 2 erweitert, dass es durch das Chlorgas hier gereinigt werden kann. Das heißt, alles an Schmutzwasser und verkeimtes Wasser pumpe ich hier rein. Die werden hier aufbewahrt, werden hier erstmal entkeimt, weil ich hier einen Filter habe. Das bleibt also stehen und durch das Stehenbleiben wird es entkeimt. Und durch die Zeit und die füllen sich hier auf. Das ist gleichzeitig Reserve. Die Dinger sind also alle voll. Man sieht das hier, das heißt, wir haben hier 25 Tonnen Wasser drin, Wasserreserve, 25 Tonnen. Und hier unten wird es gefiltert und wieder als sauberer Kreislauf in die Kolonie geführt. Ja, und das Ding ist fertig hier, wir können hier alles wieder abreißen, ist sehr gut. Wir haben hier das saubere Wasser rausgeholt und können hier tatsächlich alles wieder abreißen. Ja, sehr schön. Hier wird es aber tatsächlich, oh, nee, hier wird es tatsächlich wieder kälter oben. Das heißt, ich kann auch die Dornblüten eigentlich umstellen, weil es hier zu warm ist. Das bringt hier nichts. Die müsste ich hier unten hinstellen. Das wollte ich auch machen. Die Dornblüten, ja. Machen wir das einfach mal. Wir werden hier auch Licht hinpacken. Möbel. Deckenlampe hier oben hin. Dort. Ja, das sollte doch gehen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ja. Ne, so geht das tatsächlich. So, dann werden wir das hier aufrüsten, umbauen.
zweimal Eisen bitte. Ich krieg's auch nicht weiter gekühlt da oben, das ist das Problem. Oha, da können wir eine ganze Menge anbauen. Pilze kann ich natürlich auch noch bauen im Schleimbiom irgendwo. Die sind sehr genügsam und kostengünstig. Die Pilze, das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Ich pflanze jetzt erstmal und übertrage die Einstellung. So. Tja, das ganze Zeug werden wir hier abbauen. Werden das so lassen, beziehungsweise später nochmal runterkühlen. Aber ich kann hier weitere Dings bauen, stimmt. Ne, wir reißen das hier ab. Das ist sehr gut. Wir reißen das hier ab und bauen hier ein neues Zimmer später hin. Die können wir hier alle wegnehmen. Das ist ziemlich cool. Warum jeder Wissenschaftler? Weil die durch das Meistern des Wissenschaftlers einen allgemeinen einen Buff haben. Die, ich glaube, was lernen die denn schneller oder führen die etwas schneller aus? Das heißt, jeder sollte irgendwie mal Laufbursche und Forschungsassistent durchlaufen, weil jeder Duplikant nach diesem erfolgreichen Forschungsassistenten sich einfach schneller automatisch weiterentwickelt. Kommt hier keiner ran? Doch, eigentlich schon. Was ist denn hier los? Ein Chefkoch. Haben wir keinen Chefkoch? Noch nie einen gehabt? Moment. What? What, what, what? Wer wäre denn hier Tom? Tom? Beherrschung des Berufs Koch. Und der Einzige, der das kann, ist Tom. Dann nehmen wir doch mal Tom. So, hier wird alles abgebaut. Sehr schön, das brauchen wir nämlich noch. Das ist das ganze Strom. Gedöns. Ich werde hier dann auch alles wieder abreißen und haben die nächste Ebene dann hier. Ach, unerreichbare Baustelle. Klar. Ist natürlich klar. So. Ich hoffe, dass die hier rankommen. Hier steigt's. Ja, die Kilozahlen steigen immer noch. Also das ist hier echt... Ein Erdbeermarmeladenbrot mit Honig. Wie bist du denn drauf, Sims Atelier? Stehst du auf Süßes, ja? Ich sehe gerade, mein Upload ist so dermaßen schlecht. Was ist denn hier los? Ist draußen Sturm gerade angekommen? Oha, ich glaube, bei euch leckt das tierisch, oder? Moment, da muss ich gerade mal selber gucken. Eieiei, ich sehe es selber schon ein bisschen. Es werden viele Frames ausgelassen, es ist nicht flüssig. Okay. Nee. Ich werde das Öl nicht in die Luft pumpen, das geht auch gar nicht, weil das Öl, das ist ja seit einigen Patches so, dass es erst gepumpt wird. Früher war das ja so, dass es direkt gepumpt ist. Ein Endabnehmer muss hier dran sein, das heißt ein Auslauf, eine Maschine. Oder eine Brücke. Und dann pumpe ich das erst hier hoch. Und das heißt, ich werde das erstmal anschließen. Ich will es erstmal anschließen, damit das hier erledigt ist. Ich werde das auch sofort machen hier. Damit das hier erstmal erledigt ist. Denn die verbrühen sich hier sonst drin. Seht das hier schon? Den Duplikanten wird zu heiß. Kein Zucker. Kein Zucker oder Alkohol. Ja. Ja, die können hier hoffentlich auch ran. Was haben wir denn hier? Laufbursche. Forschung abgeschlossen, da werden wir gleich weitermachen. Ich guck mal kurz bei Berufe. Laufbursche, Mr. Fox. Dann kannst du jetzt... Ja. Und, hier können wir auch was machen. Omelette. Oh. Wir bauen erstmal Omelettes ab. Wie viel können wir hier? Wie viel können wir? 7 Stück, 8 Stück insgesamt. Vitalwerte gehen wieder runter. Das verstehe ich nicht.
Ja, ich sehe es auch die ganze Zeit. Also das wird wirklich schrecklich schlimm gerade. Und vor allen Dingen, ich brauche oder ich nehme ja gerne das Material auch für die YouTube-Folgen und es ist instabil überall. Schlechte Netzwerkverbindung. Ich mache ja gerade über LTE. Ich könnte jetzt eigentlich fast wieder DSL zuschalten. Eieiei. Aber noch geht's. Das heißt, wir machen irgendwie nochmal 20 Minuten oder so. Und versuchen hier noch irgendwie durchzukommen durch den Abend. Was ist denn jetzt hier Gold? Okay. Machen wir hier nach aber wieder weg. Zack. Und werden uns dann eine hochwertige Maschine zulegen. Ja, die werde ich hier oben irgendwo mit hinbauen. Das können wir direkt machen. Das Ding kann auch weg. Die ganzen Luftreiniger brauchen wir nicht. Hier ist viel zu tun. Viel zu tun. Ja. Okay. Eieiei. Im Moment ist wirklich nicht so angenehm hier, das Stream. Aber es hält sich irgendwie in Grenzen. Es sieht aus wie 30 FPS jetzt. Okay. Hoffen das Beste. Unterbrechen kann ich jetzt so nicht. Das geht nicht. Was wollte ich jetzt machen? Ach so, ich wollte hier die neue Maschine hinstellen. Und zwar veredeln. Metallrefiner hier. Metallraffinerie. Schmelzen brauchen wir als Forschung. Das können wir natürlich weitermachen. Transitrohre brauchen wir auch. Das ist für das Öl gedacht. Ach so, und wir haben hier natürlich Fensterziegel. Keramik haben wir auch bald. Wo ist dann hier Schmelzen? Ah, hier. Schmelzen. Glasschmiede. Und vor allen Dingen, oh, jetzt geht es schon wieder hoch, auf jeden Fall. Die Moral geht hoch durch das hochwertige Essen, durch die Omelettes hier. Was wollte ich denn noch eigentlich machen? 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl, hier ist gut. Müssen wir wirklich Sandstein wieder nehmen? Und wir brauchen mehr Container. Viel mehr Container. 2, 3 werde ich noch hier hinstellen. Und mittlerweile sind wir wirklich dabei, dass es viel nebenbei zu tun gibt. Tine Wittler. Was war die denn nochmal? Macht die hier nicht, was im Moment, das sag mal nochmal bitte. Was hat Tine Wittler gemacht? Soll die hier nicht mal aufräumen oder so? Das wär's doch. Das wär's doch, ja. So, Einstellungen übertragen. Jawohl. Wir brauchen den Platz. Ja, jetzt können die auch wieder aufräumen, weil wir gar keinen Platz mehr hatten. Das war das Problem. Und das heißt, wir werden auch hier wieder zubauen. Hier oben eigentlich auch nochmal. Könnte ich nochmal weitermachen irgendwie? Und deswegen werde ich dann auch abreißen. Wenn die hochwertige Maschine da ist. Kommen die hier nicht hinterher oder wie? Ach, und hier kann ich jetzt auch wieder alles. Jetzt brauche ich hier nichts mehr. Das heißt, jeder kann jetzt durch. Genau, jeder kann hier wieder durch und auch aufräumen. Weil wir brauchen hier nichts mehr. Die Dinger wachsen. Das ist sehr gut. Das bedeutet, ich kann hier hochwertige Sachen machen, nämlich Beerenmatsch. Wenn die Dornenbeeren fertig sind, die wachsen. Noch 5 Zyklen, okay. Und ich werde das hier auch zubauen. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir wirklich nicht mehr hier.
27 Grad. Oh, hier wird es auch schon wieder wärmer. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Hier muss ich aufpassen. Ja, gehen wir mal einfach bis hier rein. So. Super, die freuen sich alle. Ein Marsch in vier Wänden. Ich meine, Einzug im Film. Ja, das stimmt allerdings. Hier könnte ich wirklich gebrauchen. Tine Wittler. Das wäre natürlich cool als Künstlerin hier. Tine Wittler als Künstlerin in einer Kolonie. Auf jeden Fall. Die schicken wir dann ins Magmatit hier. Was ist denn hier los? Achso, Strom ist noch nicht dran. Aber läuft. Die schicken wir dann ins Öl. Ach du Gott. Striptease an der Rutschstange. Nee. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Okay, wir haben hier gut aufgerüstet. Das sieht doch mal nicht schlecht aus. Hier ist es zu warm, hier wird's warm. Wir müssen wirklich ein bisschen aufpassen, dass wir hier ein bisschen was reinbekommen. Das ist jetzt natürlich hier immer noch ätzend. Das muss hier raus, das ganze Chlor nochmal. Wo mache ich das hin? Wo machen wir denn das hin? Ich weiß, was ich mache. Wir leiten Sauerstoff hier rein. Und dann soll das zurückgehen hier rein. Und er sagt nicht, dass es nicht geht. Es wird gehen. Wie viel Druck ist hier? 5 Kilo. Oh. So viel Chlorgas hier. Mann, Mann, Mann. Wo leiten wir das denn rein? Hier in irgendwo. Das können wir doch machen. Ja, komm. Machen wir es. Magmatit von mir aus. Von mir aus. Und dann. So, genau. Das so. Und dann werde ich das hier nochmal umleiten. Chlor zu den Keimen, dann wird es desinfiziert. Klar, das stimmt. Und dann werde ich das hier reinballern. Genau, und wieder zurück. Ich zeige euch, was ich meine. Granit. Ich zeige euch, was ich meine. So, und dann nehmen wir natürlich diesen Druck vom Sauerstoff. Und da geht auch einiges an Sauerstoff verloren. Aber wir pumpen das hier erstmal leer und werden den Sauerstoff dann irgendwann kappen. Und dann ist das hier erledigt. Das können wir auch wegmachen. So. Dann haben wir hier kein Problem mehr. Das hier oben kann ich auch, na gut, kann ich so lassen, das Chlor. Ja, schaut doch mal, das klappt schon. Ist doch perfekt. Formschön und perfekt angeordnet. Zentrallager-Time. Ja, das können wir natürlich machen. Die Frage ist, haben wir alles hierfür? Hier ist der Robominer, Leute. Oh. Guckt euch mal an, diesen Radius. Der Robominer. Und ihr seht auch schon, was er abbauen kann und was nicht. Abyssalit kann er nicht abbauen. Ansonsten eigentlich alles, was hier oben zu finden ist. Ja, Abyssalit nicht. Und der ganze Schleim, der kann hier alles. Unglaublich. Ich liebe dieses Ding. Und ich würde sagen, wir können das Zentrallager. Tatsächlich hier unten reinbauen. Ja, das ist cool. Das ist wirklich cool. Hier ist der Anfang vom Zentrallager. Absolut. Sandstein. Machen wir das mal.
Eingang, Zentrallager. Absolut richtig. Vor allen Dingen kann das Zentrallager hier alles abholzen. Außer natürlich Abyssalit. Oh, das ist gut. Da freue ich mich schon drauf. Das ist eigentlich mein Endgame, das Zentrallager. Liebe ich total. So, Rutschstand können wir auch gleich mitbauen. Brauchen wir. Hier oben nachher auch später. Die Duschen sind voll. Die können gar nicht ablaufen. Wir haben hier zu viel Wasser und das muss alles auch noch mit weg hier. Beziehungsweise hier kann nochmal geduscht werden. Hier glaube ich fast nicht. Gucken wir nochmal auf die Vitalwerte. Ja, war aber schon mal höher. War schon mal höher. Die wachsen auch schon schön. 2,9 Zyklen. Technik, die entgeistert. Das stimmt. So, weg damit. Frittierter Matsch zumindest. Hat nicht viel. Was können wir denn hier machen? Da haben wir nichts. Da haben wir nichts. Sind auch schlecht. Pilze sind plus 1. Eingelegte. Ekelhaft. Barbecue ist natürlich cool. Fleisch. Frostbrötchen haben wir. Oh ja. Ist doch cool. Hauen wir nochmal Frostbrötchen raus. Wir können auch Pfefferbrot sogar machen. Nee, Pinscherpfeffer haben wir hier nicht. Gefüllte Beeren. Dornbeeren. Okay. Oh ja, das Essen ist natürlich cool. Und ich würde auch sagen, wir haben so viel Energie. Ja, wir haben so viel Energie, dass wir hier eigentlich so viel ansetzen können auch. Ich muss aber hier den vierten Strom oder den fünften Stromtransformator mittlerweile ranbauen. Das wird schon irgendwann notwendig. Also, erstens sieht hier keiner durch, das muss ich auch nochmal ein bisschen formschön aufbereiten. Hier ist Schmutzwasser, was wir noch gebrauchen können. So, was haben wir denn hier Neues? Ja, Transportrohre veredeln. Sehr schön. Brennofen, alles da. Und die Forschung kann weitergehen. Ja, die Rohre sind cool. Und ich glaube, alles andere. Viehzucht. Das ist natürlich auch noch wichtig. Das mache ich danach gleich. Also, was haben wir denn hier für abgehende Rohre? Kabel. Also, der Transformator 1 ist um das Doppelte mit der Leistung drüber. Hier das fast... das zweieinhalbfache und hier auch das Doppelte, also wir brauchen noch zwei Transformatoren mindestens und die hänge ich hier mit dran. Eieiei. Oh, Gold. Quatsch, ist, oh Mann, das kann ich ja gar nicht. Hier wird es langsam kompliziert. Ich muss die Kabel anders legen. Und da werde ich mir auf jeden Fall... Dafür werde ich mir auf jeden Fall nochmal offline Zeit nehmen, beziehungsweise offscreen. Mehr Power. Ja, bitte bauen und dann das hier abreißen. Bitte abreißen. Komm schon. Oh, und ganz schlechte Übertragung sehe ich gerade. Es lief jetzt irgendwie minutenlang richtig gut. So. Ah, hier sind das noch eins. Oh, ganz schlechte Übertragung. Ich muss mir das wirklich näher mal angucken, das Video heute Abend. Ob ich das überhaupt verwenden kann, das ist ja wirklich schlecht. Schlechte Übertragung, das tut mir leid. Aber LTE geht nun mal, Telekom Hybrid LTE geht mit übers Handynetz. Beziehungsweise die LTE-Funktion an sich geht übers Handynetz. Und wenn so ein Sturm ist wie jetzt, in Norddeutschland, beziehungsweise auch in Mecklenburg, ist das schon ein Problem. Okay. Strom haben wir Platz gemacht, das heißt, ich werde hier einfach mal mehr hinballern. Wir können hier tatsächlich... Ja komm, 3 geht. 1, hier sind wir schon angeschlossen ans System, 2, 3 geht auf jeden Fall. Starkstromkabel machen wir mal, Eisenerz. Doch, Eisenerz ist okay.
dort und dort ran und unten nehme diese drei neuen abgehenden normalen Leitungen. Und die werden wir dann mit hier oben wieder formschön reinlegen, beziehungsweise kommen ja mittlerweile hier auch hin. Ich habe hier aufgeräumt. Wie sieht es denn hier aus? 1,7 Zyklen. Forschung, Berufe, super. Es wird geforscht. Berufe sind alles, das ist alles top. Das ist alles top. Oh ja, das geht. Ja, das geht. Oha, hier 33. Man sieht das jetzt auch hier auf Englisch noch. 3 Shift Break. Das heißt, die haben nicht 2, sondern 3 Stunden Pause. Ich habe das alles erhöht um 1 Stunde. Also ist total super hier. Wenn einer hier eine Gewerkschaft gründen würde, dann oder einen Betriebsrat, dann wären wir hier ein Top-Arbeitgeber mit 2, mit 3 anstatt 2 Stunden Schlaf oder Freizeit. Komfortable Baracken, installiertes Badezimmer, gute Mahlzeiten, super sozialisiert. Ja, sozialisierte brauchen wir sowieso. Schutzanzug, Ingenieur. Einfach 20. Ja, das reicht schon. Also können wir da, das ist ja das Ding hier. Wir müssen bis auf 30 kommen. Und hier sind wir auf Tier 7. Also das heißt, da wo wir jetzt stehen, können wir alles, was bisher ist, was bisher war, an Berufen ausüben. Und hier sind wir Stufe 7. 25 werden da schon gebraucht. Ja, da kommen wir, sind wir auf dem Weg dahin. Also liegen wir da schon sehr, sehr gut. Okay, und ich müsste hier eigentlich einen zweiten Koch noch mit anlernen bald. Einen zweiten Grill hinbauen. Oh Moment, was ist denn hier los? Hier kann mehr Wasser rein, ja. Wird natürlich noch eine ganze Menge verbraucht. So, fließt denn das Öl jetzt theoretisch schon, wenn es könnte? Ja, tatsächlich. Strom ist dran, Leitung ist dran. Also Ölzugang habe ich, wenn ich eine Maschine brauche. Und, hier haben wir Platz wieder. Ich könnte, wenn ich wollte, ich werde auch hier, obwohl hier oben haben wir noch 2 Container. Ja, veredeln. Ich will jetzt die Metallraffinerie haben. Ganz wichtig, 1,2 kW, mein Gott. Mann, oh Mann. Und Hitze natürlich ein bisschen, hitzt natürlich etwas. Werde ich hier oben dahin stellen. Der Vorteil ist aber, wir haben Strom im Überfluss und vor allen Dingen verlieren wir keine Ressourcen. Hier können wir 1 zu 1 die Ressourcen umwandeln und nicht mehr 2 zu 1. Das ist der große Vorteil. Was brauchen wir denn hier? Wasser. Water. Was ist das für eine Leitung hier eigentlich? Aber das können wir direkt hier reinbauen. Das ist ja gut. Das heißt, die Brücke kommt hier weg. Die Brücke kommt weg. Und die Wasserleitung kann direkt hier oben dran gelegt werden. Und dann ist es schon dran. Ja. Das Ding braucht Wasser. Läuft das automatisch eigentlich oder muss das aufgezogen werden? Strom ist dran, 1200 Watt. Oha. Das saugt etwas, aber das ist cool, weil dann kriegen wir auch hier schönen Schmutz. Schmutzwasser. Und das heißt auch sauberes Wasser. Wird da wieder generiert. Kotfresse zum Schutzanzug-Ingenieur. Ja. Kotfresse. Oh, geht sogar. Kotkraft ist auf 100% hier, also hast alles durch. Ja, Glückwunsch. Das wirst du. Moment, das will ich mal sehen jetzt. Kotkraft, da bist du. Boah, guck's mal an. Kotkraft. Ah. Glückwunsch. Comedian. Also das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Sims als Comedian. Das wäre ganz cool, so Belustigung, oder? Weil wir haben ja die ganzen Jukeboxen, die Radios.
Und was weiß ich noch alles. Also wäre das schon echt nicht schlecht. Was mache ich denn hier? Ich wollte das doch abreißen. Hä? So. Okay, das Ding können wir dann gleich. Obwohl das ist auch nicht isoliert. Aber gleich. So. Und ich würde jetzt mal sagen, wir haben Eisenerz, also werde ich mir Eisen erstmal herstellen. Kontinuierlich. Machen wir das mal. So, Wasser läuft. Huch. Nee, doch nicht. Das ist natürlich falsch rum hier wieder. Wie immer falsch rum. So. Hier kann aber jetzt das Abwasser hin. Wo machen wir das denn hin? Hauen wir das Abwasser mal hier unten rein. Ja. Wir hauen das da mit rein. In diesen rechten Bereich hier unten auf dieser rechten Seite. So. So, und dann muss hier nur noch, ja, Wasser ist gleich voll und dann kann das Ding volle Kanne loslegen. Ja, und unterhalte auf jeden Fall die armen Duplikanten, die im Bergwerk hier richtig abrocken müssen. Aber hey, guckt euch mal die Moral an. Okay, ist wieder geschrumpft. So, und das Ding läuft. Ach, was macht er denn hier? Steht er da? Er steht hier und guckt nur zu. Das ist ja total cool, das Ding. Da kann ich wirklich stundenlang zugucken. Ja, Moment. Hä? Was sind das jetzt hier? Hä? Der pumpt normales Wasser wieder raus. Habe ich was verpasst? Eisen, 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 Eisen. Erhitzte Flüssigkeit. Oh. 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 Das geht nicht. Wir machen unsere Kolonie kaputt. Das geht nicht. Moment, wo habe ich denn hier heißes Wasser gehabt? Ah, ich habe gar keine Kühlung hier. Habe ich noch Keuchwurzel irgendwann? 4 Stück. 4 Keuchwurzel. Eieiei. Machen wir das nochmal anders. Wir stellen hier oben einen Container auf. Das ist natürlich jetzt doof. Das ist doof, das ist doof. Thermisch reaktiv brauchen wir, ja. Das ist gut. Thermisch reaktiv ist gut. Oha. Nee, das ist nicht gut. Hallo? Bitte cancel den Auftrag. Das Wasser werde ich erstmal hier abkühlen müssen. Allem, was kann ich denn jetzt hier herstellen? Diese Sachen. Lassen wir das erstmal. Eieieiei. 70 Grad. Das ist echt nicht gut. Wieso läuft das Ding? Das läuft, obwohl er gar nicht produziert. Das ist doch Quatsch. Da mache ich das Ding jetzt erstmal aus. Oh Gott. Das ist natürlich übel. Guckt euch das mal an. Hier wird direkt. Oh nee. Das ist. Eieiei. Oder ich isoliere das natürlich. Aber das geht nicht. Das ist hier. Oh. Ah, ich merke es schon richtig. Das schmerzt richtig beim Zusehen schon. So, jetzt habe ich es aber deaktiviert. Oh mein Gott. Da muss ich echt aufpassen. Und ich brauche eigentlich Abyssalit. Aber wo kriegen wir das denn jetzt hin? Das kriegen wir nur hin. Über. Das Ding hier. Oh.
Abyssalit und Wärme. Okay, bauen wir das Ding auch nochmal brutal hier mit daneben hin. Und das frisst ultra viel Strom. Poh. Okay. Das ist natürlich übel mit der Hitze hier. Und das muss ich abstellen, beziehungsweise hier einen Filter rein, in ein Ventil reinmachen. Den machen wir erstmal deaktivieren sofort, dass der voll läuft. Dann werden wir den abisolieren. Wasserstoff wäre sogar ganz gut. Das kühlt schön. Ich werde schon mal anfangen, das hier hinzustellen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Frisch gedünstet. Boah, ich habe üble Lags. Also wir werden sowieso gleich aufhören. Das ist richtig schlimm, glaube ich, für euch auch gerade zum Zugucken. Das tut mir wirklich leid. Das tut mir leid, ja. Es stockt. Eieiei. So, Keuchwurz werden wir noch kurz pflanzen. Und dann pausieren. Unerreichbarer Grabort. Warum? Ach, hier oben. So, hier wird schon ein bisschen gekühlt. Da gucken wir doch gleich mal, wie gut das geht. Hier oben ist Wasserstoff, der kühlt natürlich schnell. Ob wir das ohne Isolierung überhaupt hier machen können, weiß ich nicht. Eieiei, das tut mir wirklich weh, dass das Stream so schlecht ist. Wahnsinn. Gemeisterte Berufe. Forschung abgeschlossen. Jawohl. Jawohl. Okay. Das ist doch cool. Rotkraft ist schon drin. Schutzanzug Ingenieur. Ja, wird immer schlimmer mit den Lags. Wir sind auch jetzt bei 30. Also 19:30 ist es bereits. Und schweren Herzens werde ich dann jetzt auch aufhören. Wir haben aber hier wieder wahnsinnig viel geschafft. Ist schon eine dicke Kolonie mittlerweile geworden. Guckt euch das mal an hier. Das ist unsere Kolonie. Geht mittlerweile schon viel weiter. Das ist es eigentlich hier. Das tut mir natürlich wirklich leid mit den Lags. Auf jeden Fall. Da